fire cannon indoors? Oh, that really isn't safe. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei GamesCH. Heute dreht sich bei uns alles um die Samtpfoten. Um genauer zu sein, um die Katzen in Nine Noir Lives. Dies ist ein umfangreiches Point-and-Click-Abenteuer aus dem Hause Silvernote Games. Im Spiel erwarten einen die unterschiedlichsten Katzencharaktere, amüsante Dialogoptionen und knifflige Rätsel, die sich nicht immer sofort lösen lassen. Dazu eine charmante Grafik, passende Zwischensequenzen und eine wirklich passende Vertonung. Cardle Snutterbutter ist der unerschrockene Privatdetektiv der Katzenhauptstadt Miau Miau Furrington, der auf seinen ersten großen Fall hofft. Bislang musste er sich mit unbedeutendem Kleinkram herumschlagen, um über die Runden zu kommen. Doch endlich wird er vom Polizeichef höchstpersönlich aufgefordert, einen Mord aufzulösen. Ein Fall, der die ganze Stadt erschüttert. Der verzogene Sohn eines der gefürchtetsten Verbrecherbosse wurde um seine neuen Leben gebracht. Eine heikle Angelegenheit, die den Frieden in Miau Miau Furrington bedroht. Und nur einer kann helfen. Cardle Snutterbutter. Natürlich mit seiner Assistentin Tabby Marshmallow im Hintergrund, die etwas Ordnung in sein Chaos bringt, denn Cuddles schafft es, selbst seine eigene Dienstmarke zu verlegen. Spannend hierbei ist, dass Tabby Marshmallow in manchen Sequenzen im Spiel zur spielbaren Protagonistin wird und somit die Option möglicher Interaktionen nochmal gesteigert werden. Natürlich orientiert sich Nine Noir Lives an altbewährten Methoden, mit Gegenständen zu interagieren, sie zu betrachten oder verschiedene Dialogoptionen durchzuspielen. Doch die Entwickler haben sich von dem Katzensetting inspirieren lassen und lassen Cuddles auch immer die Option, an Gegenständen im Spiel zu lecken. Das ist am Anfang recht witzig und gibt einige lustige Kombinationen, die auch amüsante Reaktionen provozieren. Leider hat es am Anfang ansonsten wenig Auswirkungen auf den Spielverlauf. Erst gegen Ende wird die Option erstmalig relevant und nimmt Einfluss auf den Spielverlauf. Dann, wenn man sie vermutlich schon wieder vergessen hat, und das ist ziemlich schade. Aufgelockert wird das Rätseln durch geniale Zwischensequenzen. Zum Beispiel, wenn ein neuer Charakter auf den Plan tritt, erscheint jedes Mal eine nostalgische Schwarz-Weiß-Sequenz, die an alte Detektivfilme erinnern und bei der Cuddles seine Erfahrungen und Gedanken zur Person äußert. Eine wirklich gelungene und tolle Art, neue Charaktere einzuführen. Die Geschichte und das Setting in Nine Noir Lives sind fesselnd aufgebaut und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Diese Liebe zum Detail zeigt sich auch in den Gesprächsoptionen. Oftmals muss jede Gesprächsoption durchgespielt werden, bis der nächste Hinweis auftaucht. Das braucht Geduld, vor allem da sich gewisse Informationen mehrfach wiederholen. Dadurch kann man sich in der Welt von Miau Miau Furrington stundenlang verlieren, ohne großartig in der eigentlichen Geschichte weiterzukommen. Auch dass gewisse Hinweise und Gegenstände erst viel später in der Geschichte nochmal relevant werden, ist am Anfang etwas verwirrend. Gibt man dem Spiel aber die nötige Zeit, die es braucht, dann kann man sich voll und ganz dem Spiel und Rätselspaß hingeben. You obviously just made that up. More to the point, there are no cursed drinks in my client's bar either. What even is a cursed margarita? Instead of lime juice, it's got the souls of the damned. Je nach Präferenz gibt es einen normalen Spielmodus, der ohne zusätzliche Hinweise auskommt, oder einen Story-Modus, der einen bei manchem Rätsel etwas auf die Sprünge hilft. Diese unterschiedlichen Modi fallen sehr positiv auf, denn ein eher unerfahrener Point-and-Click-Spieler wäre von den teilweise sehr komplexen Rätseln im Spiel vermutlich schnell frustriert, während die erfahrenen Spieler die Herausforderungen ohne Hinweise durchzuspielen sicher spannend finden. Die Hinweise sind dabei gut gestaltet. Sie sind dezent genug, gewisse Denkanstöße zu liefern, aber nicht so einfach, dass es ein Lösungsbuch darstellen würde. Auch wenn es im Story-Modus ein kurzes Tutorial zur Steuerung gibt, ist diese so einfach, dass selbst jemand ohne Spielerfahrung sich recht schnell zurechtfindet. Anklicken zum Laufen, scrollen, um zwischen den verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten zu wechseln, Hinweise werden durch Gespräche oder herumliegende Gegenstände gefunden. Alles sehr klassisch. Die Vertonung in Nine Noir Lives ist nur auf Englisch verfügbar, jedoch gibt es deutsche Untertitel. Bei den deutschen Übersetzungen gehen jedoch oft die amüsanten Wortwitze verloren, daher lohnt es sich, nach Möglichkeit, das Spiel in der Originalsprache zu spielen. Nine Noir Lives bezeichnet sich selbst als Liebesbrief an das Point-and-Click-Genre. Das können wir teilweise unterschreiben. Es hat sehr viele klassische oder typische Point-and-Click-Elemente drin, die mit viel Liebe zum Detail umgesetzt wurden. Auch die Idee, eine dritte Interaktionsmöglichkeit, das Anlecken von Gegenständen, mit ins Spiel zu bringen, finden wir genial. Dass diese Funktion dann aber so lange irrelevant bleibt und oftmals nur lustige Reaktionen, aber keinen Spielfortschritt hervorruft, ist schade. Auch dass alle Dialogoptionen oftmals komplett durchgespielt werden müssen, finden wir etwas anstrengend. Aber vermutlich sind wir einfach zu ungeduldig oder zu sehr daran gewöhnt, dass dieser Prozess durch das Finden der richtigen Dialogoption verkürzt werden kann. Wir sind uns sicher, geduldigere Spieler, wie zum Beispiel YouTube-Papa Gronkh, finden das Setting ideal, denn so verpasst er wirklich gar nichts im Spiel.
Es ist ein recht umfangreiches Point-and-Click-Adventure und da gewisse Gegenstände oder Sequenzen erst später relevant oder aufgelöst werden, an manchen Stellen auch etwas verwirrend. Dafür hatten wir aber auch viele Aha-Momente, die einfach etwas später als erwartet eingetreten sind und das Rätseln an sich hat durchgängig Spaß gemacht. Nur genügend Zeit sollte man mitbringen. Und idealerweise etwas Englisch können, denn die Witze sind so viel besser in der Originalsprache. Wer also Rätsel mag und gleichzeitig Katzenfan ist, kommt hier voll auf seine Kosten. Lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, ob ihr Katzen- oder Hundemensch seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über den Daumen nach oben. Und natürlich abonnieren nicht vergessen und die Glocke drücken, um kein Video zu verpassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier bei Games.ch. Is someone there? Hello? Am I yelling loudly enough for you? Oh, much better. Thank you. I just... Ow! Oh, what the... I think I just walked into a wall of spikes. Yeah.